Ich meine einfach, viele wissen gar nicht mehr, welche Macht die Engel hätten. Ein Erzengel Michael natürlich kannst du nicht nehmen, dass er aufpasst, dass die Milch nicht übergeht. Oder für so kleinliche, private Sachen. Der ist der General einer unfassbar, unüberzählbaren Heer von Engeln. Und die sind momentan in einem ungemeinen Kampf da oben. Schon wieder. Und wir sind ihre Schwerter, der guten Engel. Kann er mit uns was tun? Jeder von uns gibt, um in den Himmel zu kommen, zu Gott. Das ist einer der höchsten Berge. Da ist der Everest, sieht man den gar nicht mehr. Der höchste Berg. Und jeder, der mal auch mit Steigeisen alles geklettert ist, weiß, bei jedem Berg, das ist wieder ganz was anderes. Was für ein Felsen hat, kann man da hineinschlagen, denn hält das? Ist es porös? Ist es ein starker Stein? Und so weiter und so fort. Und jeder Berg hat eine andere Witterung. Es gibt Berge, zack, ist plötzlich in kürzester Zeit Nebel total, du kannst nichts mehr sehen. Und du musst die Witterung kennen. Es gibt so viel, was du musst kennen. Und jetzt haben wir den allerhöchsten Berg zu besteigen, der Himmel. Und Gott weiß das ja. Und er gibt uns einen Bergführer mit, unser Schutzengel. Der ist Tag und Nacht bei dir. Und wie oft sprichst du mit ihm? Ich möchte ja so gern mal hier und da sage ich es, vorwiegend den weiblichen Wesen sage ich, wenn ihr, vorwiegend mal jetzt den Ledigen, wenn ihr könntet euren Schutzengel sehen, der Jüngling, ihr würdet nie mehr einen Mann anschauen, nur noch ihn da bewundern. Und der ist immer bei dir, er hilft dir, aber das ist wie früher. Beim Kurzwellensender. Man muss sehr fein mal einstellen, bis du ihn endlich hast. Da hat man manchmal mit dem Filzstift einen Strichlein gemacht, dass man nicht mehr so lange suchen muss. Und so ist es auch mit dem Schutzengel. Es kommt langsam. Und wenn du nichts kannst, dann kannst du einen Namen geben. Adam, Noah, Elias, David, Jakob, Samuel, Daniel, Moses, Jeremia. Schöne Namen, nicht Elvis Presley oder sowas. Und dann bekommst du einen Bezug zu deinem Schutzengel. Ein persönlicher Bezug. Wenn ich also bete, die offiziellen Gebete, was vom Himmel kommt, ist Vater unser, gegrüßt seist du. Das sind natürlich die wertvollsten Gebete. Aber wenn du nur diese Gebete machst, und nie einmal persönlich mit Gott sprichst aus deinem Herzen heraus, dann kommst du nicht zur Liebe mit Gott. Red ihn doch an, wie du einen Vater anredest. Ich sage, mein lieber Vater, ich brauche Brot, ich habe Hunger. Nein, anders muss ich sagen, Vater, ich habe Hunger, bitte gib mir Brot. Beides braucht es, die offiziellen Gebete, aber auch mit Sprechen von Herz zu Herz. Es gibt ein ganz gutes Bild, ich meine, jeder ist anders geartet zum Teil, was ihn mehr erfasst, religiös. Aber es gibt da die verschiedenen Bilder mit den blauen Augen. Warum ich das sage? Weil es begnadetes Bild ist. Es ist ein begnadetes Bild. Es wirkt, es kann wirken.
Ich habe einen Mann gehabt bei mir im Büro, ein bisschen so ein rauer Typ. Ich kann da nicht mit Gott reden, so. Bin ich nicht fertig. Da habe ich ihm das größere Bild gegeben von der Waldorter, von der Faustina, den blauen Augen. Da habe ich gesagt, tun Sie das einrahmen. Und dann stellen Sie es mal auf den Tisch, dann knien Sie mal davor, sagen gar nichts, Sie schauen nur immer mindestens eine Minute, zwei in die Augen. Als begnadet ist das Bild. Ich habe dann nachher von ihm erfahren, dass er das etwas erlebt hat, was er nie in seinem Leben nie hatte. Er war sicher schon 50. Er sagt, plötzlich merkte ich, erkannte plötzlich, wie elend ich bin gegenüber der Liebe, was aus seinen Augen strahlte. Ich habe geheult wie ein Schloss unter dem. Weiß man zwar nicht, wie die heulen, aber es waren meist die Glocken in den Schlössern, also die Wasserfäden fliegen. Es ist ein begnadetes Bild. Jesus selber hat das verlangt, dass man es malt. Jetzt kommen wir zu den anderen, wo sagen, wir hätten da Götzen. Das sei ein Götz, da wo wir anbeten. Dann sage ich dem, was hast denn du für Religion? Bist du ein Hindu oder was bist du? Das ist doch Jesus. Stellt Jesus dar. Als man mich am Anfang früher, heute will Gott nicht mehr so viel Wunder wirken, weil die Menschheit zu weit von ihm weg ist. Aber früher, wo es so, das geschah manchmal bei mir die Wunder, obwohl ich es ja gar nicht dachte, aber es geschah einfach. Man ist ja nur Werkzeug. Und dann, das war mir so peinlich, dann habe ich dem Heiland gesagt, kannst du nicht bitte machen, dass die erst zu Hause gesund werden, nicht da plötzlich von mir, oder? Dann die sind verrückt, die sagen, dann ich sei es. Und dann hat er mir gesagt, ja, man hat mich bewundert, dann habe ich gesagt, liebe, hat der Herr zu mir, ach schau, sei einfach ein Prisma. Was auf dich zukommt von denen, gib's einfach ab an mich. Und was ich dir gebe, gib's auch ab an die Menschheit. Das ist die Beste. Das würde ich noch manchen wünschen, die glauben, sie seien begnadet.